So, und damit herzlich willkommen wieder zu Let's Play Advance Wars 2. Und wir waren bei Blue Moon stehen geblieben. Und ich werde jetzt versuchen, diese zwei Missionen hier zu erledigen, weil meiner Meinung nach die zwei Missionen hier blöd sind. Man muss nicht alle Missionen erledigen, um die Insel zu befreien. Und hierbei handelt es sich, glaube ich, um eine reine Überlebensmission. Ich stehe unter Beschuss, halte ich durch, bis Unterstützung eintrifft. Colin, du hast jetzt das Kommando. Kit und ich kehren zurück zur Zentrale und planen unser weiteres Vorgehen. Jawohl, ich habe verstanden. Ich werde diese Besitzungen bewachen, und zwar für die nächsten 14 Tage. Kein Grund zur Sorge. Laut unserer Kundschaftler wird sich der Gegner hier nicht blinken lassen. Du bist absolut sicher hier. Aber unsere Kundschafter sind nicht unbedingt die zuverlässigsten. Gib dein Bestes, mein Junge. Wir sind in 14 Tagen zurück. Sie können sich auf mich verlassen. Schließlich bin ich ein Kommandant von Blue Moon. Kommandant Colin. Ja. Wer war denn angegriffen? Die Armee von Black Hole ist hier. Was? Black Hole ist hier. Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Nur keine Panik. Ich muss stark sein. Okay, alles bereit zum Abwehr. Mission 11. 14 Tage Test. Hallo, jemand zu Hause? Sieht verlassen aus, dann besetze ich eben hier einfach mal alles. Nicht so schnell, diese Besitzungen stehen unter meinem Schutz. Du bist doch ganz allein, nicht? Einfach geht's doch gar nicht mehr. Unsere Verstärkung ist unterwegs. Ja, erst in 14 Tagen, stimmt's? Bis dahin habe ich alles besetzt. Los, Leute, Feuer frei! Sei stark, Soldaten! Wir müssen das Hauptquartier noch 14 Tage lang halten. Okay. Ihr Babus. Ich schaff das. Oh, fuck. Ich will so ein richtig krasses Verteidigungssystem jetzt aufbauen. Das wird die Feinde in Grund und Boden stürzen. Das werdet ihr noch sehen. So, das dürfte erstmal klar sein. Yo. Vielleicht können wir es da an den Felsen halten. Und an dem kleinen Pass hier vorne. Mal gucken. So. Gut, dass die alle günstiger sind, die Einheiten. Dann können wir schön alles im Weg sperren und so. Erstmal besetzen. Ich werde übrigens jetzt so lange aufnehmen, bis ich Blue Moon geschafft habe. Also gucken, wie lange das dauern wird. Ja, können wir noch eine. Und dann können wir jetzt auf Artillerie gehen und so. Machen wir da in den beiden Gebäuden. Oh, wir haben schon 2 Tage ausgehalten. Kranker Scheiß. Oha. Kommt schon die Kampfpanzer. Kranker Scheiß. So. 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 Das hätte ich gerne. Müssen wir erstmal so machen. Und davon müssen wir ein paar herstellen. Jo. Nimm alles mal ein bisschen ein. Ah, ich verstehe, dann soll die Verstärkung von hier oben kommen. Ah. Okay, die kommen viel zu nah. Wir müssen uns beeilen. Oder wir gehen jetzt nur noch, glaube ich, auf die bisschen Verteidigung. So, einfach ein paar frische Soldaten so hinschmeißen einfach. Warum nicht? Warte, wohin kann der fahren? Tun wir das einfach mal hier rein. Ja, geil. Wir müssen auf Kampfpanzer sparen, mit dem wir das hier zu machen können. Hier so, die beiden engen. Jo. Oh, komm. Die kommen mit Zeugs. Oh ja. Er läuft einfach in meine Artillerie rein.
So. Weil wir es jetzt einfach können, machen wir es. Nice. Versuchen, das hier mal zu besetzen. Kannst du mal versuchen. Die Artillerie kann trotzdem drauf schießen. Jo, ist egal. Wir machen es einfach, weil wir es können. So, Kampfpanzer. So. So. Easy. Können wir jetzt gleich auch den Kampfpanzer, wenn er sich irgendwo hin bewegt, angreifen. Ja. Jo, war klar. Alter, haut der rein. Oh. An den habe ich ja gar nicht gedacht. Das ist natürlich blöd. Wie viel machen die noch? Ah, cool. Nur 5. Oh. Alter, Titanpanzer kommt da schon an. So. Was können wir uns denn leisten? Okay. Missiles müssen wir uns erstmal holen. So. Oh. Halten wir erstmal. Ich glaube, die Missiles können es jetzt auch schon direkt beenden. Okay, da können wir mit der Artillerie jetzt drauf feuern. Oh. So. Heute ist Tag 8. Schon über die Hälfte. Ich muss durchhalten. Diese 14 Tage werde ich schaffen. Jo, natürlich wusste das. Nicht. So, ziehen wir zurück. Machen wir das. Dann ziehen wir den zurück. Ziehen den mal dahin. Und machen wir einfach mal läppischerweise das. Ah, geht nicht kaputt. Schade, sonst hätten wir den Heli. Ah, den Heli können wir eh runter. Moment. Können wir eben nicht machen. Blöd. Gut. Bomber. Oha. Ja, okay, das kann ich hinnehmen. Kampfhelikopter gegen eine Infanterie. Ja, alle. Ja. Oh, scheiße, die kommen durch. Ja, den zieh ich jetzt zurück. Oshidoshi. So, die erstmal runterholen. So. So. Kann der hinziehen? Sehr gut, sehr gut. Jagdpanzer brauchen wir. Machen wir eben so. Ah, die werden nicht viel reißen können. So.
Ja, ja, besitz das mal. Oh. Alter, schießt. Alter, das haut ja richtig rein bei denen. Das wird problematisch. Ziehen wir erstmal zurück. So. Oh shit. So. So. Ja. Ach, scheiße. So. 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 Jetzt wollen wir mal sehen, was er macht. Das interessiert mich jetzt, wie er da vorgeht. Ja. Noch 5 Tage. Okay, das heißt, der Bomber dürfte dauern, so nächste Runde. So, den kriegen wir auch mit der Rakete weg. Ah, den macht er kaputt. Da können wir mit dem Kampfpanzer jetzt angreifen. Oh. Das wird jetzt interessant. Das wird interessant. So. Das erstmal. Halten die viel aus, meine Fresse. So. Dann das. Dann das. Der Bomber weg. Machen wir das weg. Gut, dass ich den Mechanisten noch hergestellt habe. Können das noch wegmachen. So. Die super starken Einheiten sind jetzt schon weg. So. Und ne, kann man nicht. Fehlt uns was. Ich spare und mache nächste Runde einfach die Attacke. Oh. Shit. Das wird eine gute Gegenattacke werden. Ja, nimm du mal ein. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Habe ich definitiv nicht gesehen. Oh, haben wir keine Missiles mehr.